Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den neuen Kinder Mini Friends Knusperkeks mit Karamellgeschmack im Test. Richtig gelesen, die sind wirklich neu. Richtig gelesen und gehört, hier ist ein Keks mit Karamellgeschmack drin. Und es ist echt cool, dass Kinder in diesem Jahr so auf Karamell setzt, beziehungsweise Ferrero mit der Marke Kinder. Denn wir haben ja bereits den Milky, Creamy Karamell, auf jeden Fall diesen Karamell-Weihnachtsmann von Kinder hier schon getestet und ich fand den sensationell geil. Ich bin mal gespannt, ob der Karamellgeschmack hier auch durchkommt, denn wie ihr sehen könnt, ist hier eine Vollmilchschokolade drumherum und nicht so eine Karamell-Schokolade wie bei dem Weihnachtsmann. Deswegen gucken wir mal. Ich werde gleich mal die Tüte aufmachen. Hier sind übrigens 122 Gramm drin. Ich habe die damals auch aus dem Kaufland mitgebracht. Und kostet um die 3 Euro. Wieder kein Schnäppchen, aber bei Süßigkeiten und gerade für solche Videos gönne ich mir gerne mal. So, jetzt wird die Tüte aufgemacht und ich hole schon mal einen raus. So sieht er aus. Und hier könnt ihr auch schon... riecht schon mal lecker. Oh mein Gott, die will ich am liebsten schon direkt reinbeißen. So geht es mir immer bei Süßigkeiten von Kindern. Wenn ich die auspacke, will ich schon direkt reinbeißen. Etwas schlicht sieht's aus, aber ich schneide den jetzt mal durch. Knusperkeks mit Karamellgeschmack. Da muss man wirklich zweimal hinschauen, um das als neue Kinder-Mini-Friends zu identifizieren. Hier könnt ihr aber nochmal den Keks auf der Verpackung sehen und das Karamell. Und hier drin ist, wie gesagt, ein Knusperkeks mit Karamellgeschmack. Und so sieht das Knusperkeks-Granulat aus. Mal gucken, ob das auch geschmacklich durchkommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, hätte mir das keiner von euch auf Instagram geschickt, ich wäre so dran vorbeigelaufen im Supermarkt, weil ich es nicht als neu erkannt hätte. Ich hätte gedacht, ach, Kinder-Mini-Friends, kenne ich. Aber links oben drin orange, dieser kleine Sortenhinweis, meine Güte, gerade bei diesen ganzen riesengroßen Weihnachtsaufstellungen im Supermarkt, da geht sowas schnell mal unter. Es hat einen leichten Crunch, aber dieses Keks-Feeling kommt bei mir echt nicht rüber. Und vom Karamellkeks, also dass es ein Karamellkeks sein soll, schmecke ich jetzt auch nicht heraus. Beziehungsweise Keksgranulat mit Karamellgeschmack. Es hätte ja so ein bisschen, dachte ich, so in die Richtung Lotus-Biscoff-Keks gehen könnte. Dass es so gehen könnte in diese Richtung. Stellt euch mal vor. Kinder trifft auf Lotus-Biscoff-Keks. Alter Falter, wäre das eine geile Koop. Hier vielleicht die Kinder-Duo mit so einem Lotus-Karamell-Keks drunter. Ganz ehrlich, ich hätte es nicht nur optisch übersehen, jetzt beim Probieren hätte ich es geschmacklich auch übersehen. Also wenn ihr auch dran vorbeigelaufen seid, ihr habt nicht so viel verpasst. Ich glaube, man muss da wahrscheinlich mindestens 3 Stück von essen, dass so ein bisschen was vom Karamellgeschmack im Mund hängen bleibt. Bei den ersten beiden passiert nicht so viel. Es ist so eine leichte Tendenz erkennbar. Aber wie gesagt, Karamellkeksgeschmack schmecke ich auch nach dem zweiten nicht wirklich heraus. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 im Vergleich zu den normalen Kinder-Mini-Friends eher enttäuschend, gebe ich dem Ganzen 6 Punkte. Die sind immer noch lecker, aber als reine Sorte im Vergleich zu dem, was bereits da ist, zu wenig Neues und es kommt auch zu wenig durch. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, beziehungsweise ihr könnt ihn einfach so abonnieren. Das wäre schön. Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!